Zu unserer Identität, unserer Region gehört das Ehrenamt. Mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Hansestadt und Landkreis Lüneburg engagiert sich ehrenamtlich und das schon seit Jahren. Ohne die vielen Ehrenamtlichen in unseren Vereinen und Verbänden würde unser Gemeinwesen völlig anders aussehen. Das gilt besonders für die Integration von Flüchtlingen. Und heute steht das Thema Europa auf der Agenda. Ich finde, der 16. März 2017, ganz unbescheiden, ist eigentlich für die Frage, wohin steuert Europa, sehr, sehr gut geeignet. Gestern Abend hatten wir die erste von mehreren wichtigen Parlamentswahlen. Leider muss man sagen, die Europäische Union steckt aktuell in ihrer bislang wohl schwersten Krise. Die Frage, wohin steuert Europa, setzt ja voraus, dass Europa tatsächlich irgendwo hin steuert. Wir wissen noch nicht ganz genau, wohin. Entweder wir arbeiten weiter daran, so viel europäische Gemeinsamkeit zu schaffen wie möglich, oder wir kehren zurück zu dem System der europäischen Nationalstaaten des 19. und 20. Jahrhunderts mit allem, was das bedeuten würde. Wie garantieren wir das, was wir alle hier zusammen zu unserem Glück in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Frieden, Stabilität und Wohlstand genießen konnten? Wie garantieren wir das für die nach uns? Das Risiko, das wir haben, ist, dass eben nicht gesteuert wird. Und die andere Möglichkeit ist eine Neubelebung, eine Neubegründung der europäischen Idee in den Köpfen und Herzen der Menschen. Und für diese Neubegründung wollte ich heute bei Ihnen geworben haben. Schönen Dank. Also einerseits hat er ja sehr viele Punkte angesprochen, die mich auch kritisch auf Europa gucken lassen. Andererseits auch die Frage mit der Jugend. Was sagen wir der Jugend? Warum soll sie für Europa sein? Ich beginne gerade mit Export in andere Länder in der Europäischen Union und finde es klasse, wie einfach das geht. Wir können mit denen wie mit deutschen Firmen ganz normal handeln. Das ist schon ein großer Vorteil. Europa hat dazu einfach geführt, dass wir in den letzten Jahrzehnten einfach hier miteinander umgegangen sind, wie wir das früher in der Geschichte nicht gemacht haben. Ich mache mir schon große Sorgen, was auch vor allem den Frieden in Europa betrifft. Ich habe aber die Hoffnung, dass die nachfolgende junge Generation so denkt, wie viele heute denken, nämlich teammäßig. Und Team im europäischen Sinn auf Englisch heißt eigentlich Together Everybody Achieves More. Ich glaube, das sollte auch ein Stück weit in den europäischen Gedanken mit einfließen, wird aber sicherlich noch nicht umfassend kommuniziert.